Genau deshalb bin ich kein Diplomat geworden. Zu viel Händchen halten. Das sollen die Dalatras machen. Tja. Diplomat und Politik ist auch nicht immer einfach, Freunde. Wir beide spüren wohl noch die Nachwirkungen von Würmeier. Ja, welche Ironie. Sie haben das Heilmittel der Genophage vernichtet und jetzt ist es der Schlüssel für ein Bündnis. Ihr Kampf mit Erdnot Rex ist bei der STG legendär. Ja, Rex ist mit mir hier. Sieh mal einer an. Wir konnten ihn damals retten, vor sich selbst. Und jetzt ist er immer noch am Leben hier mit uns. Sie haben Rex Auftritt sicher gesehen. Unsere Kolonien 3-Systeme entfernt haben ihn gesehen. Er ist über die Sicherheitsmaßnahmen nicht sehr erfreut. Entschuldigung, aber das ist besser als ein Kroganer, der mit der Schrotflinte durch die Basis streift. Denken Sie an die Opfer, unsere Krankenstation würde damit nicht fertig. Tja, das kann gut sein. So, wie sieht's aus mit den Kroganern? Warum sind die Kroganerinnen wohl hier? Unsere Wissenschaftler sagen, es sei wichtig, die Frauen zu bewahren, als evolutionäre Paradigmen. Ich sage, sobald Leute wissen, dass du etwas Wertvolles versteckst, wollen sie es stehlen. Wie auch immer, ich habe meine Befehle. Das alles wird bald schon ihr Problem sein. Alles klar. So, und ihre Pflichten, wie sehen die aus hier? Wie kommen Sie auf diese Basis, Major? Ich habe das Team auf Tuchanka angeführt, das die Frauen gefunden hat. Malin mag es ja gut gemeint haben, aber seine Methoden waren nicht durchdacht. Testobjekte sind verschwunden. Die Frauen konnten einfach aus seinem Labor fliehen. Oh Mann, ey. Sind die Salarianer auf einen Krieg gegen die Reaper vorbereitet? Ich habe gehört, was sie mit ihrer Erde machen. Ich bezweifle, dass man sich auf sowas vorbereiten kann. Obgleich Gerüchte kursieren, dass sie eine Art Superwaffe bauen? Ach so. Schön, Sie zu sehen, Major. Ebenso. Und, Commander? Ganz egal, was die Politiker beschließen, Sie können bei der Rückeroberung der Erde auf meine Unterstützung zählen. Das würden Sie tun? Betrachten Sie es als meine Art, mich zu revanchieren. Es wäre mir eine Ehre, wieder an Ihrer Seite zu kämpfen. Guten Tag. Ausgezeichnet. Major Chiara ist auf jeden Fall auf unserer Seite. Die Verteidigung meldet ein nicht identifiziertes Flugobjekt in der Nähe unserer Annäherungsvektoren. Als würde jemand unsere Abwehrmechanismen testen. Was ist da los? Sie haben jetzt die Freigabe, die Frauen zu sehen, Commander. Hoffentlich können wir die Sache klären, ohne die kroganischen Rebellionen nachzustellen. Oh Mann, der Rex ist so geil, ey. Woran arbeiten Sie hier? Eingriffe in die Evolution. Meine Regierung nennt es Unterstützung. Die Entwicklung anderer Spezies wird so gelenkt, dass sie unseren Zwecken dient. Bis vor kurzem habe ich Lebensformen daraufhin untersucht, ob sie für die Unterstützung geeignet sind. Jetzt nicht mehr? Meine Arbeit hat mehr Fragen aufgeworfen als beantwortet. Jetzt suche ich nach dem zugrunde liegenden Prinzip, das die Evolution überhaupt in Gang hält. Klingt religiös? Das klingt ja fast spirituell. Nur aufgeschlossen. Die Entdeckung des Prozesses der Evolution ist der Durchbruch in der Entwicklung jeder Spezies. Ihren Zweck zu ergründen, würde einen Paradigmenwechsel auslösen. Oh ja. Okay. Wie sieht's aus mit Malin? Was ist eigentlich mit Malin? Als unser Team Tuchanka erreichte, war er bereits fort. Vielleicht hat ihn einer der Kroganer-Clans getötet. Oder er ist vom Planeten geflüchtet. Wirklich schade, Malin war klug, wenn auch etwas naiv, was den Status quo anging, den er verändern wollte. Ja. Woran arbeiten Sie hier? Eingriffe in die Evolution. Meine Regierung nennt es Unterstützung. Die Entwicklung anderer Spezies wird so gelenkt, dass sie unseren Zwecken dient. Bis vor kurzem. Schon, ne? Meine Arbeit hat mehr Fragen aufgeworfen als beantwortet. Jetzt suche ich nach dem zugrunde liegenden Prinzip. Danke für Ihre Zeit. Kein Problem. Wir können zum Fahrstuhl gehen, wenn Sie soweit sind. Was passiert jetzt? An das gesamte Personal. Erhöhte Sicherheitsmaßnahmen aktiv. Was ist da los? Okay. Wir gehen jetzt in eine geheime Forschungseinrichtung. Wenn man so will. Doch was jetzt? Was ist hier los? Sensoren zeigen Aktivität auf dem Gelände. Wir sollten gehen, Commander. Okay. Hoffentlich nichts Schlimmes. Das hoffe ich auch. Mission jetzt sehr mysteriös, oder? Sagten Sie nicht, der Alarm bedeutet nichts? Vielleicht ja, doch. Was ist da los?
Das sind die Frauen. Sie haben das leider nicht überlebt. Was? Malins Heilmittel hat ihr Immunsystem gestört. Was? Sie sind tot? Malins Daten? Als ich Malins Experimente beendete, habe ich die Ergebnisse gespeichert. Ja, ich hatte anonym ein entsprechendes Datenpaket erhalten. Ich gehe davon aus, dass Morden Solus es geschickt hat. In Malins Daten fehlen entscheidende Details zur Rekonstruktion des Heilmittels, aber wir können es damit aus Lebendgewebe synthetisieren. Leider konnten diese Daten Ihnen nicht helfen. Na, wie intensiv haben Sie es versucht? Haben Sie überhaupt versucht, sie zu retten? Mit allem, was unsere Technologie hergegeben hat. Ich habe alles versucht. Commander, Erdnott Rex weiß davon überhaupt nur, weil ich es ihm gesagt habe. Sie sind seine Insiderquelle? Okay. Er hatte das Recht, es zu erfahren. Eine Frau hat auf die Behandlung angesprochen. Sie ist immun gegen die Genophage und damit die letzte Hoffnung der Kroganer. Sie weigert sich, uns ihren Namen zu sagen. Wir haben ein Vertrauensproblem. Ich bin Commander Shepard von der Allianz Navy. Eine weibliche... Sind Sie hier, um mich zu töten? Das hätte keinen taktischen Nutzen. Erdnott Rex und ich sind hier, um Sie nach Hause zu bringen. Weshalb? Was bin ich für Sie? Ein weiblicher Kroganer. Haben wir überhaupt schon mal einen gesehen? Warum ist sie so besorgt? Ich kann es mir schon vorstellen. Haben die Salarianer Sie misshandelt? Das war meine Schwester, die Sie da gesehen haben. Sie hat vor ihrem Tod sehr gelitten. Ich wünschte, wir hätten mehr tun können. Und jetzt weiß ich, dass außer mir niemand mehr übrig ist. Das macht mich für viele ziemlich gefährlich. Was ist mit Ihnen, Commander Shepard? Warum sind Sie hier? Die Rettung der Kroganer. Sie sind die Zukunft der kroganischen Spezies und dafür kämpfe ich. Dann haben Sie hoffentlich eine Armee dabei. Aktueller Statusbericht. Was ist hier los? Nach draußen unmöglich. Wir sind abgeschnitten. Alle Daten sofort extern sichern. Scheiße. Was ist los? Wir haben mehrere Schiffe im Anflug. Das Reaper? Shepard, hier Rex. Cerberus-Truppen greifen die Basis. Cerberus. Holen Sie sofort die Frau da raus. Ach du Scheiße. Es hat nur eine überlebt, Rex. Hier unten ist es vielleicht sicherer. Was? Damit die Salarianer sie umbringen können, genau wie die anderen? Kein Deal. Wenn sie das Bündnis wollen, schaffen sie sie da raus. Boah, Scheiße. Lassen Sie die Frau frei. Wir gehen. Das geht nicht. Während einer Abregelung darf laut Protokoll kein Exemplar... Das Protokoll entfällt vorübergehend. Na los! Commander, ich muss den Tank während des Quarantäneprozesses begleiten. Wir treffen uns beim nächsten Kontrollpunkt. Es scheint klar zu sein, dass Cerberus keine Heilung der Genophage will. Okay. Sie sehen Tuchanka wieder. Versprochen. Zum Fahrstuhl, Commander! Jetzt wissen wir auch, was hier los war die ganze Zeit. Die Cerberus-Agenten wollen wohl nicht, dass die Kroganer geheilt werden, warum auch immer. Boah, sieht irgendwie nice aus hier unten gerade, ne? Diese Forschungsstation. Beziehungsweise diese Undercover-Einheit hier. Für Verzögerungen ist jetzt keine Zeit, Commander. Alle Mann auf ihre Posten. Boah, wir haben schon lange nicht mehr gekämpft hier im Mass Effect. Aber jetzt wird's wieder Zeit. Irgendwas stimmt nicht mit dem Aufzug. Ja? Er reagiert nicht. So, versuchen Sie es jetzt, Commander. Okay. Ach du Scheiße. Deckung! Fuck. Gibt es noch einen anderen Ausgang? Auf der anderen Seite des Labors, ein Notausgang. Ich kann ihn von hier aus öffnen. Okay. Commander, hier Wix. Cerberus Truppen überwachen unsere Fortschritte. Der Quarantäne-Kontrollpunkt wird angegriffen. Begeben Sie sich sofort. Machen wir. Endlich geht's wieder los hier. Hier ist Rex. Ich hab das Shuttle genommen. Tun Sie alles, was nötig ist und bringen Sie die Frau rauf zum Landeplatz. Moor. Feindbeschuss in Position, Feld 6-4. Scheiße, scheiße, scheiße. Wow. Ach scheiße, wir haben die Sniper, die nicht so gut ist, glaube ich. Oh fuck.
Ja, genau. Halb down hier. Der erste Kampf. Wir werden gleich versagen. So war das nicht geplant. Oh, Alter, ich muss erstmal wieder reinkommen hier. Genau, hier ist mal Undercover Ninja Squad. Komm schon. Noch mehr Feinde. Sie dürfen nicht im Labor in Deckung gehen. Boah, fuck. Boah, scheiße, Mann. Wir haben Shepard sterben lassen. Boah, ich muss nur wieder reinkommen, ey. Ich bin komplett raus hier gerade. Das muss ich hier wieder zumachen, beziehungsweise aufmachen. Wir hätten natürlich auch mal die Waffen upgraden müssen, adäquat. Oh ne, warte, wir machen mal hier. Frost machen wir rein, ja? Irgendwas stimmt nicht mit dem Aufzug. Er reagiert nicht. So, versuchen Sie es jetzt, Commander. Bombe! Zurück! Nochmal das Ganze. Commander Shepard, alles in Ordnung? Gibt es noch einen anderen Ausgang? X-Logbuch 162. Commander, hier X. Serverless Truppen überwachen unsere Fortschritte. Der Quarantäne-Kontrollpunkt wird angegriffen. Begeben Sie sich sofort dorthin. Wir müssen uns beeilen. Ich weiß, Edi. Wir müssen los. Shepard, hier ist Rex. Ich habe das Shuttle genommen. Tun Sie alles, was nötig ist, und bringen Sie die Frau rauf zum Landeplatz. Ich mach bis dann. Beschuss für Position Teil 6 hier. Ich komme. Wo sind die Agents? Verstanden, Harris. Die Erzieher ist die Regierung der Programme. Hammer. Gesichert. Da kommen sicher noch mehr. Da kommen sicher noch mehr. Deswegen heißt es ja auch. Ach du Scheiße! Okay, Vorsicht. Yeah, baby. Okay, die Pistolen müssen wir auch nochmal upgraden irgendwann. Ah, wir haben hier gerade zu tun. Okay, Einschuss muss sitzen, Einschuss. Hammer. Wo sind Sie? Cerberus nähert sich unserer Position. Wir sind unterwegs. Okay, wir kommen. Keine Sorge. Ach du Scheiße! Oh. Vorsicht, das ist der nächste Shadow Broker. Ich bezweifle, dass Dr. Tassoni das witzig fände. Ja, das bezweifle ich auch. Fuck, ey. Scheiße, wo ist der jetzt, Mann? Sind wir lieber in Deckung hier? Commander Shepard, am Kontrollpunkt sind Serverstruppen. Sie nehmen die Kuganerin ins Visier. Der Kontrollpunkt. Boah, ist die Scheiße, die Waffe, ey. Ich brauch eine richtige Sniper mit One-Shot. Whoa! Deckung. Heilung. Okay, wo haben wir sie? Wo haben wir die Penner? Das hätten wir, das Problem. Headshots sind immer gut. Boah, fuck. Nice. Hammer. Beeilung, Commander. Der Techniker wurde getötet. Bringen Sie uns durch den Kontrollpunkt. Scheiße, Techniker ist down, oder was? Fuck, hier ist sie.
Alles in Ordnung? Der Eindämmungsschild hält, auch wenn sich das für unsere Patienten wahrscheinlich anders anfühlt. Mir geht's gut, Commander. Wahrscheinlich hat Cerberus einen Tipp bekommen, vielleicht von einem Maulwurf in der SCG, möglicherweise indoktriniert. Das würde ihr Bündnis mit den Turianern scheitern lassen. Das wird nicht passieren. Oh ja. Treffen am nächsten Kontrollpunkt. Cerberus wird uns wohl angreifen. Oh. Schnell, zum nächsten Kontrollpunkt. Hammer. Weiter, weiter, weiter. Boah, scheiße. Shepard, nun machen Sie schon. Ich versuche, Ihr Feuer auf mich zu lenken. Hier ist Wix. Der letzte Angriff hat unsere Sicherheitssysteme schwer beschädigt. Ich versuche, sie so gut wie möglich zu reparieren. Centurio. Durchhalten. Wir versuchen, zu Ihnen zu kommen. Okay, wo seid ihr, Schlammscheißer? Ja, was haben wir hier? Alle Feinde am Boden. Pistole Großkaliberlauf. Nice. Okay, was ist das hier? Alarmboden oder was? Weiter geht's. Cerberus scheint ziemlich gut motiviert zu sein. Das Ende eines Zyklus bedeutet immer den Beginn des Chaos. Okay, nehmen wir mal unser Sturmgewehrchen hier. Commander, zurück! Feind am Ende der Halle! Gibt's einen einfacheren Weg? Könnte man sagen. Ach du Scheiße. Und ihre Waffen. Nice. Los, Commander, ich gebe Ihnen Deckung. Oh, ihr Truppen, Sie haben Befehl, die Stellung zu halten und die Türen zum nächsten Kontrollpunkt zu blockieren. Oh. Sie versuchen. Hätte dann eine Lösung für euch. Eine Blockade aufzubauen. Weiß noch nicht, ob es klappt. Es klappt, super. Eine direkte Konfrontation dürfte schwierig werden. Ein Flankenmanöver wäre erfolgversprechender. Wir müssen uns um die Geschütze kümmern. Haben wir. Zack. Sabotage, ganz einfach. So, weiter geht's.